Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Daisy Epoch, die Mod von Arma 2. Und bei mir ist natürlich auch mal wieder der Apfelessen. Und der ordentlich am Fällen ist, weil. Genau, ich bin hier. Genau. Bin hier. Um Schießen. Ja. Oh, man sieht es, also bei mir sieht man es. Ich habe schon ein bisschen was gemacht hier. Genau. Ich habe mir eine Waffe besorgt, vorher kommt noch einer. Und dem 70er habe ich auch eine Waffe besorgt. Was ist bei mir hier die Lee Enfield Bauern Sniper? Die ganz schön laut ist. Ja. Und ja, noch eine Shotgun da irgendwie. Ich kletter mal hier runter. Na, ich komm. Oh. Kannst hier hinkommen. Oder soll ich dich beeilen? Ja, komm. Gut. Da stand eben nur, da ist jemand auf der Leiter. Ja. Und der ist auch ein Brunnen. Der ist jetzt wieder rumgerettet. Ja. Nachdem ich hier die letzte Folge mit dem Yoshi und Maxwell gemacht habe, ist der Server nicht wieder aufgetaucht. Und die beiden mussten Sturz machen. Genau. Ich konnte leider nicht. Ich musste arbeiten, leider. Genau. Also ich würde sagen, wir laufen mal zum Osterfilten. Ja. Ah. Du musst sagen, es sind noch 3 Schuss übrigens. Und ich habe noch eine MP5 im Rucksack, aber keine Muni dafür. Oh. Wenn du in die Richtung was findest, dann wäre das auch ganz gut. Ja, und? Man sieht es auch, meine Humanity ist schon im Minusbereich. Ich habe schon einen echten Gegner gekillt, von dem ich die Schrotze habe. Nee, von dem ich die Enfield habe und Schrotze habe ich dann halt dem Tüzi gegeben. Mhm. Der einige Verbindungsprobleme hatte, also richtig einen Vorlauf hatte. Oh ja, das war ein Akt, hier raufzukommen. Ja. 1,5 Stunden. Tja. Jetzt gerade 0 Uhr. Zum Glück muss ich morgen nicht zur Schule. Witzig. Ich muss erst um 12 los. Also kann ich nicht schlafen. Ja. Bin quasi fertig mit der Schule. Ich sagen. Deswegen ist das auch nicht mehr so ganz wichtig, wie ich da jetzt hingehe und wann und ob und sowas. Sehr schön. Kannst du richtig Geld verdienen bald, wa? Bin ich zu faul zu. YouTube Money, weißt du doch. Wir können darüber lachen. Andere nehmen das ernst. Na Spaß. Ja, ist nur ein Hobby, ne? Ja, klar. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn jemand jetzt ankommt und mir Geld dafür bitten, anbieten würde, würde ich es auch machen. Würde ich dann sagen, davon abgesehen. Ja. Ich habe in der nächsten Zeit ziemlich viel Freizeit und werde da wahrscheinlich ein bisschen mit Twitch anfangen. Wirklich anfangen. Und versuchen, da Content zu bringen. Kann ich eher in Richtung CSGO, aber dann. Weil der Digi kann auch mal hier wieder Arma 2 oder Standalone oder irgendwas. Ja. Und das wird lustig. Das wird lustig, ja. In der Standalone hat sich auch viel getan. Oh ja, oh ja. Ich hab kurz am Arsch. Boah, wir haben ganz viele am Arsch. 3 ja. Stück. Ich darf kurz, ey. Zombies muss natürlich. Laufen wir überhaupt richtig? Oder laufen wir gerade nach Kellen? Ne, ich glaube, wir laufen nicht richtig. Bin mir aber nicht sicher. Einfach weiterlaufen. Ja, einfach weiterlaufen. Einfach laufen, laufen. Ja, wir sind natürlich erstmal hier auf der Suche nach neuen Waffen. Man sieht es aber auch schon, es sind 56 Players online. Das heißt, wir werden es nicht so einfach haben. Oh nee.
Und ja, mal schauen. Ja, hier geht's im Feldweg rein. Wir waren da. Gerade mal so quer übers Feld. Jo, ich glaube dir auch nur völlig hinterher. Bin mir gerade auch nicht so sicher. War da Schüsse? Ich habe nichts gehört. Oh, das ist gut. Wow, die Zombies sind aber hartnäckig. Oh. Ja, schade. Dann hätten die Straße weiter. Und dann laufen wir da mal weiter. Ah, ich weiß glaube ich, wo wir sind. Ah, okay. Ich glaube, dir immer noch hinterher. Ja. Und die 1, 2, 3 Zombies auch. Ja. Ich habe schon 5 Zombie Kills. Ein. Ja, ich weiß. Ah, da hinten ist doch das eine Ding da. Oh, frag mich nicht, wo es steht. Ah, ja, die komische Kugel, ja. Ja. Oh, he shot me down. Der einen Zombie haben wir abgehängt. Der zweite wird auch ziemlich abgehängt und einer läuft schon noch irgendwie. Ja, der läuft so geruckelt, ey. Der hat richtig Power. Der könnte uns einholen. Ja, der kann uns einholen, der ist so schnell wie wir, aber dadurch ist halt, wenn man stehen muss, um anzugreifen, das ist halt zum Glück so programmiert. Hat halt irgendwie Probleme. Okay. Wir sind hier. Wir looten da gleich erstmal die Gebäude, würde ich sagen. Hoffen, dass hier keiner ist. Auch mal die Enfield-Muni. Und das sind Warn-Snipers und das da scheuen, dann passt das. Frag mich immer noch nicht, wo sie sind. Vermutlich sind wir gerade auf dem Weg zu zwischen Dubrovka und Clan. Aber bin ich mir nicht sicher. Oder das hier ist Dubrovka? Ich bin ohnmächtig. Kill mal die Bots bitte, Zombies. Oh. Ach, der reift mich an übrigens. Hallo? Ja, ich schieß schon. Ja, schieß weiter. Oh ja. Okay. Erstmal die Cinderblocks rausschmeißen. Schmerzmittel nehmen. Self-Transfusion. Oh. Ich hab Lex. Ja, ich merk's das irgendwie. Ah, hinter dir, an der Seite noch. Ja, den. Okay, du kannst schießen. Kannst du schießen? Ja, warte. Nee, ist leer. Du blutest übrigens auch. Ja, ich weiß. Aber meine ist auch leer. Und ich blute auch. Oh. Okay. Boah, ich dusche nicht stark, das ist das Gute. Da ist einfach in die Scheune gelaufen. Komm her. Irgendwer von uns hustet. Boah, du willst mich doch verarschen. Komm her. Wo bist du denn? Hier hinten Richtung der Schrein. Einfach reinlaufen. Boah, da kommt noch ein Zombie. Ja, eben. Da werden immer mehr kommen. Oh shit, bitte lass die nicht zugebaut sein. Oh, Glück gehabt. Komm mir in die Mitte und dann findet ihr jeden. Ich schieße eben den Zombie tot. Oh,
Oh wow. Oho. Zum Glück geht's hier nicht ums Zielschießen, ey. Ja. Aber hier liegt noch Muni für deine Waffe. Bring ich dir mit. Hustest du oder huste ich? Ich höre nichts. Hier ist noch auch ein, hier ist auch noch Muni. Ah, ich glaube, dann nehme ich mir auch einfach nur Winnie. Wenn wir da jetzt so viel Schuss für haben. Ja, okay, dann huste ich, dann gebe ich mir erstmal eine Selbsttransfusion. Dann nehme ich noch einmal Antibiotika. Okay, dann können wir von mir aus auch weiter Warte, looten. ja, ich habe auch. Oh, ich habe wieder Farbe und ich habe wieder Licht. Hä, ich hätte doch Blut. Achso, hast du mir mal ein Blut aus meinem Rucksack geklaut? Ja, habe ich. Kannst du aber gleich haben. Das Problem ist nur mit diesen Blutdingern, die sind oft vergiftet hier auf diesem Server. Also davon kriegst du dann halt diesen Husten. Wie bist du denn darüber gekommen? Sprung. Ja. Okay, alles klar. Ah, jetzt weiß ich, wo sie sind. Jetzt sind wir nur drauf. Hübsch. Da hinten geht's dunkel. Erfielde. Brauchst du noch? Nein, du brauchst kein Blut. Ich habe eine Humanity von minus 0,056488. Frag mich nicht, wie das geht. Ich kann es dir selbst nicht beantworten. Unglaublich. Und wie geht's dir so? Ganz gut, ganz gut. Und Das dir? freut mich. Hervorragend, hervorragend. Ich habe meine letzte Klausur ever geschrieben. Nur noch Na. Abi-Klausuren und dann fertig. Fertig. Und dann studieren. Studieren? Was? Studieren. Ja, was möchtest du denn? Irgendwas. Geografie oder Informatik oder keine Ahnung. Irgendwas. Mal schauen, was sich so ergibt. Sehr schön, sehr schön. Ich hab mal auf dich gewartet, ne? Achso, okay. Super, sehr schön. Wie sieht's bei dir mit Essen und Trinken aus? Könnte ich bald. Ist noch nicht rot. Ja, dann brauchst du auch nichts. Leide doch deinen Hunger. Schert mich nicht. Immer noch 44 Leute auf dem Server. Das kann nicht alle sein wollen. Elektro war PvP. Oder halt das andere Airfield. Oder das hier. Oder halt auch diesem Airfield, das wäre übel. Paranaue died of natural causes. Weil die von Zombies ja schon nett sind. No, ist ein Sidejet. Oh, da drüben haben wir die Tankstelle.
Dann müssen wir noch ein bisschen laufen und dann sind wir da. Cool. Ja, ich denke mal, wir werden in Zukunft eher Arma 2 machen. Standalone. Oder? Daisy Standalone, meinst du? Ja. 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 Genau. Da hat sich ja eine Menge getan. Ja, aber trotzdem noch wenig. Im Vergleich Ja. zu dem hier. So eben Natürlich. auch. Ja, die müssen jetzt was machen. Ja, da ist ja jetzt ja H1Z1 rausgekommen ist, Ja. müssen die jetzt richtig reinklotzen. Weil bei H1Z1 kannst du schon Base bauen. Ja, aber habe ich nicht. Ja, ich hab's, aber mich reizt es nicht. Obwohl ich auf so eine Games stehe, ne? Auf so eine Survival Games. Ja. Aber das reizt mich Problem jetzt ist nicht. einfach, dass alle großen Spiele sich immer groß ankündigen. Ja, dann und dann kommt es raus. Ja, Augenblick. Ich will hier mal kurz reinkicken. Ja. Ja, ist aber Bist nichts. du stehen geblieben? Ja. Okay. Ja, genau, dass sie groß angekündigt sind. Schon alleine große Publisher, so wie Sony, weißt du? Wenn Ja, da das war aber auch stand. bei H1Z1 so, ne? Und dann Genau. kommt das raus. Und wo am Grund, ja, das Auto ist fertig, geiles Loot-System und so, ne? Vom brauchst nichts ist da. Ja. Kommt ein halbes Jahr zu spät raus und nichts ist da. War bei DayZ ja ähnlich, obwohl davon von herein klar war, dass halt nicht wirklich viel drin ist. Genau. Das haben sie gleich von Anfang an gesagt, ne? Ja. Das war auch gut so. An H1Z1 bin ich halt ein bisschen enttäuscht so. Ja, das bin ich auch. Und nichts drin ist. Wenn man groß anfängt, ja, Autos sind schon fertig, dieses ist fertig, das ist fertig. Ich glaube, drei Autos haben sie oder vier. Also ich habe Ja. hier bei anderen Live-Twitch mal reingeguckt. Und ich sehe meistens immer die gleichen Autos. Das ist ein Geländewagen und ein Polizeiauto. Ja. Kann natürlich auch angehen, dass sie mehrere haben, ne? Aber ich sehe immer nur bei den Leuten immer nur die gleichen Autos. Ja, ist ein bisschen stumpf. Kann natürlich angehen, dass sie auf die gleichen Autos immer suchen, fixiert sind. Dann muss ich mich in diesem Sinne entschuldigen, aber sonst ein bisschen lahm, wenn sie wirklich nur zwei, drei Autos drin haben. Ja, ich meine, Standalone, der sieht jetzt auch nicht viel mehr drin, Nee, aber. die haben einen LKW drin, so davon abgesehen, ne? Aber die testen das ja noch, ne? Also da wird noch eine Menge passieren. Alter, wenn DayZ fertig ist, ne? Du hast einfach 100-Mann-Server mit den übelsten Waffen, die du alle lackieren kannst. Du hast Autos, die du wahrscheinlich sogar noch lackieren werden kannst und so weiter. Wenn das fertig wird, wenn, dann wird's geil. Dann wird's geil mit Base bauen und alles, ey. Ja, Clans aber machen und so, das schockt schon. wenn das nicht fertig wird und die einfach zwischendurch sagen, nee, haben keinen Bock mehr. Studios pleite. Und dann hast du Arschkarte. Ja, dann haben wir einen Arsch gerade, aber dann springen, glaube ich, die Mods mit ein. Dann stehen da schon Leute vor Ja. Langeweile, die schon Mods gemacht haben. Stimmt wahrscheinlich. Weiß ja, gibt es das eigentlich schon Mods? Es soll mal eine gegeben haben, da waren die Autos so reingemottet worden von Arma 3, die Autos. Aber habe ich nicht ausprobiert, wollte ich auch nicht. Nicht, dass da ein bisschen Schienicki gemacht wird. Und ich nachher gebannt werde oder sowas. Hab ich Ja, keinen. nee. Es sind nur noch 41 Leute auf dem Server. Oh. Hier ist übrigens die Trader City, falls du sie suchen willst. Also wir haben gerade so die Hälfte. Na, wir haben ein bisschen, wir haben mehr als die Hälfte. Und du brauchst